was war das denn für ein Traum, Freunde? Aber hey, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich heute gar nicht, was ich machen soll, weil... irgendwie haben wir heute gar nichts geplant. Vielleicht hat ja Lami eine Idee, was wir machen können. Hallo, Lami? Was machst du denn da? Das wollte ich dich gerade fragen. Hey, guck nicht, ich verstecke gerade ein paar Geschenke hier. Geschenke? Ach so, dann guck ich weg. Aber Lami, wir haben heute gar nichts geplant. Hast du vielleicht eine Idee, was wir machen können? Wir könnten ein Spiel spielen. Und zwar, wer schafft es länger, gar nichts zu sagen? Ich fange an. Warte, Lami, das ist total das langweilige Spiel. Nein, das möchte ich nicht spielen. Na gut, dann schlag du was vor. Vielleicht könnten wir heute mit unserem Freund Lix einen Filmeabend machen und Pizza bestellen. Wie wäre die Idee? Wow, das wäre echt cool. Vielleicht könnten wir den Abend sogar bei Lix verbringen. Oh, stimmt. Das ist echt eine gute Idee. Sollen wir Lix dann einfach mal fragen? Natürlich, wer zuerst da ist. Ich bin erst da. Oh Mann, Lami, du bist viel schneller losgelaufen. Da bin ich. Hallo Lix. Lix. Oh, hey Freunde. Oh, hallo Lix. Da bist du ja. Oh, wo kommt ihr denn auf einmal her? Was ist denn hier los? Die wollten dich was fragen. Ja, genau, hier einfach hingelaufen. Die dich was fragen wollten, Lix. Na klaro, immer doch. Hättest du vielleicht Lust, heute einen Filmeabend zu machen und Pizza zu bestellen? Warte, Pizza auch noch? Davon wusste ich gar nichts. Dummkopf. Ich guck mal kurz in meinen Terminkalender. Ach, Spaß, natürlich habe ich Zeit. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, dann verbringen wir das einfach, Mal rein. Na klar, wo kommt rein, Freunde? Dass wir sogar den Filmabend heute bei dir machen. Wie findest du die Idee? Oh, das ist eine super Idee. Guck mal, ich habe sogar eine Menge Filme hier unten. Wollte ich gerade sagen, das sind echt coole Filme. Sucht euch einfach einen aus. Wollen wir denn heute Abend gucken? Nightmare Christmas, ich glaube, das sieht cool aus. Aber dann kriegen wir doch Albträume. Okay, wie wär's mit Star Wars? Oder Ghostbusters. Das hört sich schon besser an. Wow, sogar Jurassic Park ist hier. Und ein Haifilm. Jurassic Park ist mein Lieblingsfilm. Nur die guten Filme. Genau. Oh Mann, wie cool. Also Filme haben wir genug, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Pizza. Pizza ist ganz wichtig. Ich habe schon so einen großen Kohldampf. Okay, dann wollen wir bestellen. Hey, das ist ein Telefon. Lix, rufst du einfach mal an? Oh ja, kann ich machen. Soweit ich wähle schon mal die Nummer. Ich nehme eigentlich wie immer eine Pizza Salami, selbstverständlich, mit leckerer Aioli. Und du, Lami? Ich hätte eine klassische Pizza Margherita. Oh, warte, es klingelt schon. Einen Moment, warte kurz, Emily. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich würde gerne bestellen. Oh, Pizzeria hier. Ja, was wollen Sie haben? Ich würde gerne einmal bestellen eine Pizza Salami mit Aioli, eine Pizza Margherita, war das richtig? Ganz genau. Eine Pizza Margherita und was willst du haben, Emily? Ich möchte eine Pizza mit Ananas. Eine Pizza mit... Moment mal. Pizza Ananas? Ekelhaft. Sekunde, ich leg nochmal ganz kurz auf, das ist mir echt gerade ein bisschen zu peinlich. Ich ruf gleich nochmal an. Wie unangenehm. Warte mal, was? Hast du gerade gesagt... Pizza mit Ananas? Ja, ganz genau. Seitdem ich noch ein Kind erwarte, habe ich so viel Hunger auf Pizza mit Ananas drauf. Lami, also da muss ich kurz ein paar Schritte zurücknehmen. Du weißt schon, Pizza mit Ananas ist eine Beleidigung an die italienische Kultur. Das geht doch gar nicht. Warte das mal. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Hey, warte mal. Warum? Lix, nimm das hier.
für die Selbstverteidigung. Warte mal, was ist denn jetzt hier los? Ich wollte einfach nur eine Pizza mit ein bisschen Ananas drauf. Und ich glaube, warum habt ihr jetzt Schwerter in der Hand? Sollen wir gleich Äpfel auf die Pizza drauf machen, oder? Äpfel, das ist doch total eklig, Lee. Oh, oder vielleicht noch eine Banane drauf. Oh ja. Aber warte mal, sollen wir Emily vermöbeln? Stopp, können wir jetzt einfach mal die Pizza bestellen? Ich möchte jetzt wirklich Pizza mit Ananas. Das geht Emily, mir wirklich zu weit, Lami. Hier in dieser Stadt gibt es eine Regel. Warte, was? Wer Pizza mit Ananas mag, muss raus aus dieser Stadt. Du musst verbannt werden. Das ist die oberste Regel. Das steht im Gesetzbuch bei der Polizei. Das haben Ganz wir gelernt. Genau. Ihr wollt mich jetzt aus der Stadt werfen? Ja, oder du kommst in den Knast. Es tut mir leid, es ist leider das Gesetz. Hier kriegst du eine Pistole. Weil ich eine Pizza mit Ananas möchte? Ganz genau. Ja. Mit Ananas. Leute, das ist doch total bekloppt. Wartet doch mal, überlegt euch das nochmal. Ganz genau, das ist bekloppt. Du musst jetzt leider das Haus verlassen, das ist ja wirklich widerlich. Warte mal, nicht nur das Haus, die ganze Stadt musst du verlassen. Ey, wartet mal, ihr zwei, stopp jetzt mal. Können wir das nicht einfach vergessen und die Pizzen jetzt bestellen? Lix, die muss jetzt sofort raus hier. Oh ja, du musst jetzt deine Taschen packen. Genau. Hä, was redet ihr denn da? Ich glaube, ihr seid ein bisschen verrückt geworden, ihr zwei. Nein. Du musst jetzt alle deine Sachen in den Koffer packen und deine eklige Ananas, die kannst du auch direkt mit einpacken. Genau. Ich kann auch einfach eine Pizza Margarita oder mit Salami oder so nehmen. Nö. Das ist zu spät. Warte, ich guck nochmal kurz im Gesetzbuch. Ah ja, sobald der Wunsch nach einer Pizza Hawaii geäußert wurde, muss man die Stadt verlassen. So ist Ganz es. Ganz genau. Darf ich mal das Gesetz sehen? Nein. Das dürfen nur Polizisten einlesen. Und Leute, die keine Pizza mit Ananas essen. Das sind wir beide. Ganz genau. Okay, ja, dann nehme ich hier einfach mal meine Sachen raus. Hier, deinen Rucksack habe ich auch schon gepackt. Bitteschön. Oh, danke schön. Das heißt, ihr wollt mich jetzt wirklich rauswerfen, ihr zwei? Also, dass sie dafür kein Verständnis hat, das ist ja wohl ekelhaft. Und jetzt reiß mit den Fragen, oder ich schieß auf dich. Okay, ich höre ja auch. Aber könnt ihr euch das nicht vielleicht noch anders überlegen? Ich kann auch wirklich was anderes nehmen, zum Beispiel Pizzabrötchen mit Ananas. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Hast du das gehört, Lami? Ananas? Hey, jetzt geh mal weg hier aus dem Haus. Da war schon wieder Ananas dabei. Aber Ananas ist doch total lecker, Jung. Raus hier. Ananas, bist du SpongeBob oder was? Nein, leider nicht. Ich möchte nicht in der Ananas leben. Ich möchte nur Ananas auf meiner Pizza. Raus. Du hast mich getroffen, Lami. Tut mir leid. So. Oh Mann, ihr seid doch echt verrückt geworden, ihr zwei. Du bist uns verrückt und willst eine Pizza Hawaii bestellen, das ist ja widerlich. Ja, aber das ist doch total lecker. Habt ihr überhaupt schon mal Pizza mit Ananas probiert? Hast du das gehört? Pizza mit Ananas? Raus aus der Stadt. Ganz genau. Warte, was? Denken jetzt alle so, oder was? Selbst der Bandit kennt das Gesetz. Nur du denkst so. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was ich machen soll. Wollt ihr mich jetzt wirklich in eine andere Stadt schicken? Raus! Lami. Okay. Dann los, ab in die U-Bahn. Wirklich jetzt? Vielleicht ziehe ich dann wirklich zu SpongeBob. Dann kann ich mit dem in der Ananas leben. Genau. Dann kannst du mit dem auch essen, die ekelhafte Ananas. Ja, mit Pizza. Ihr seid echt verrückt, ihr zwei. Rein mit dir. Anders überlegen? So, Herr Fahrer, einfach mal ganz, ganz weit weg und nie wieder zurück. Weit weg von der Ananas, ja. Warte mal, Freunde, meint ihr das jetzt gerade ernst? Sollen wir das auflösen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht ein bisschen zu weit, Lami. Na gut, Emily. Wollt ihr mich nochmal abschießen oder was wollt ihr? Das Gesetz mit der Ananas, das wurde gerade weggewischt von den Regeln. Was? Einfach so weggewischt? Ja, so wie ich das sehe, wurde das gerade geändert zu Pizza Fungi. Champignons. Die sind total widerlich. Aber Ananas, das ist okay.
Das heißt also, ich darf doch in der Stadt bleiben? Na klar. Ja, ja. Heißt es auch, ich darf endlich eine Pizza mit Ananas essen? Ja, aber lass nicht drüber reden, okay? Oh, Freunde, dann lass uns sofort einen Film gucken und die Pizza Ananas bestellen, okay? Okay. Oh Mann, ihr habt mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Ich dachte, ich müsste wirklich jetzt nach Bikini Bottom ziehen. Oh, Lexi ist wirklich echt hohl, oder? Wir haben sie schon echt ordentlich reingelegt, muss man schon zugeben. Oh Mann. Oh ja, die checkt's, glaube ich, immer noch nicht. Na gut, das war's dann. Ihr seid echt gemein. Aber Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und tschüss. Ciao. Tschüssi.